Thomas und Björn kontrollieren im Auftrag einer Entsorgungsgesellschaft Biomülltonnen. Ich fotografiere den Inhalt der Tonne für die Dokumentation, dass wir wissen, was in der Tonne drin war. Und dass das dann auch an den Abfallberater des Kreises geht. Und der dann, wenn die Bürger anrufen, sagen kann, was drin war. Dann haben wir hier nochmal die Tonnennummer. Und die können wir einscannen. Dann zeigt mir das Handy nachher an, was für eine Tonnennummer das ist. Seit 7 Uhr morgens sind die beiden in Steinfurt bei Münster unterwegs und gehen von Straße zu Straße. Wir achten auch bei den Tonnen, dass die richtig befüllt sind. Also keine Plastiksachen, Glas, Elektroartikel oder sowas. Da sollte wirklich nur Bio oder hier ist jetzt ein Strohband, aber das ist auch kompostierbar. Also das ist völlig okay. Ja. Hier sind biologisch abbaubare Tüten drin. Also die sehen wir auch eigentlich ganz gerne. Bei uns, jetzt finde ich das Zeichen natürlich nicht mehr da. Dieses Zeichen muss drauf sein, dieser Keimling. Ja, dann sind die Tüten biologisch abbaubar und dürfen auch in die Biotonne, in der Biotonne entsorgt werden. Immer auf den Verkehr achten. Ja. Der Biomüll, der kommt nach uns nach Saarbeck in unsere Kompostanlage und da wird wirklich hochwertige Gartenerde rausgewonnen am Ende. Erst Gas, Biogas für unser Kraftwerk und am Ende kommt hochwertige Gartenerde raus, die man sich da teilweise kostenlos abholen kann und wieder in den Garten legen kann. Thomas und Björn kontrollieren jeden Tag 300 bis 400 Biomülltonnen. Ja, bei manchen Tonnen haben wir es natürlich richtig schwer. Da sind kleine Tierchen drin. Ja, das, genau. Das ist der Grund, warum wir eine Maske tragen. Wir schätzen, das ist ein Eichenprozessionsspinner. Und wenn er seine Haare in die Luft verstreut, kann das natürlich heftige Allergien auslösen. Und Juckereien. Ja. Überhaupt diese biologischen Sachen, die streuen ja ganz oft. Oft sind die Tonnen verschimmelt und wenn man drin rumkratzt, das wühlt sich auf. Und das wollen wir natürlich nicht einatmen. Ne? Gerade wenn es Rotschimmel oder sowas ist. Ich wollte gerade sagen, die ist schon fast vorbildlich. Aber da sind ein paar Sachen drin. Alufolie. Da ist auch noch Folie. Da ist auch noch Folie, da ist auch noch Plastik. Also das wollen wir natürlich gar nicht haben. Das sind Sachen, die sind nicht kompostierbar. Und die müssen wir auch kleben. Jede Biotonne, die falsch befüllt ist, wird von Thomas und Björn markiert. Ein gelber Aufkleber ist eine Verwarnung. Ein roter bedeutet, dass der Müllwagen die Tonne nicht entleert. Morgen. 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 Ja. Obwohl. Naja, da ist ein bisschen Hundekot drin. Moin. Hundekot ist da ein bisschen drin. So wie es aussieht, ist das Hundekot. Oder Katze. Da sehen Sie, oder Katzenkürtel, Hasenkürtel sind es. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber das sind halt viele Leute, die auch in fremde Tonnen was werfen. Ja, leider Gottes, ja. Leider Gottes, ja. Das ist ein ganz großes Problem für uns. Das, ist, das sehen wir häufig. Aber wir können es leider nicht unterscheiden. Nein, immer, ne? Wir müssen da unserer Pflicht nachkommen und das ist kleben, aber das ist hier so wenig. Das ist, und wir haben jetzt miteinander gesprochen, dann würden wir sowieso schon gar nichts mehr kleben. Also es ist alles gut. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann jetzt niemandem da was zu sagen und irgendjemand was ankreien. Also von daher. Wenn es jetzt mehr wäre, würde mich das schon mehr ärgern, definitiv. Aber so, was soll ich machen? Ist halt so. Ja, und das haben wir immer wieder gerade. Ich sehe da, das ist so ein Stadtpark da oder irgendwie sowas, wo man mit Hunden spazieren gehen kann. Die sammeln es dann zwar von der Erde auf, aber schmeißen es in die nächste Biotonne, Restmülltonne. Egal, was ich glaube, was gerade so in den Weg kommt, da schmeißen sie es rein. Aber wenn wir sehen, dass es oben drauf liegt, kleben wir nichts, weil das ist nicht von dem Anwohner. Also, ja, dann einen schönen Tag Ihnen noch. Ja, danke auch so. Ja. Alles klar. Bis dann. Jo, tschüss.
Ist ja vorher alles in Ordnung hier. Ja, soweit ja. Ja, ist doch schön, wenn man sieht, dass unsere Arbeit auch erfolgreich ist. Genau. Bis zu 5 Biomüllkontrolleure sind täglich im Kreis Steinfurt unterwegs. Sie beanstanden etwa jede 4. Tonne. Wir hören aber von vielen Leuten, dass die Arbeit doch für uns sehr unangenehm sein muss. Aber das sehen wir völlig anders. Ja. Also eine reine Gewohnheitssache, da reinzugucken. Ja. Und die ersten Tonnen, die ich angeguckt habe, wo ich angefangen habe, da habe ich wirklich gedacht, 5 Tonnen, du gehst jetzt nach Hause, das war's. Aber ich bin jetzt das 4. Jahr dabei. Manche riecht immer noch sehr unangenehm, manche ist einfach riechen, so. Man kann sich dran gewöhnen. Aber nimmt man jetzt nicht mehr nach Hause oder so. Nö. Das ist für uns normal geworden. Ja. Ja, hier ist ein bisschen Alu, da ist ein bisschen Alu. Es kann aus Versehen reingerutscht sein, aber da müssen wir schon eine Information führen, für einen Befüller reinmachen. Und wie man sieht, war die Tonne schon mal rot. Die ist schon mal stehen geblieben. Also entweder haben sie wohl nachsortiert, aber wieder was Falsches reingetan. Nee, da kommt noch mehr. Ja, und hier kann man es jetzt auf dem Handy sehen. Die Tonne war schon mal rot und wird dann auch, denke ich, wieder rot. Richtig? Ja, die wird wieder rot, ja. Das ist einfach zu viel. Da ist Alu, da ist Alu, da ist Alu, da ist ein Liftdeckel oder was das ist. Das wäre zu viel. Zufall. Auch diese Tonne bleibt stehen. Die Bewohner müssen sie nachsortieren. In 14 Tagen können sie sie wieder rausstellen. Genau. Wir gehen jetzt auf einige rote Tonnen zu und dann, ja, wir lassen uns mal überraschen, was diesmal drin ist. Ne? Vor 2 Wochen haben Björn und Thomas in diesem Viertel viele rote Karten geklebt. Haben die Bewohner dazu gelernt? Und halt gucken, ob wir jetzt bei der zweiten Kontrolle noch mal was finden. Das ist wieder sowas. Ich benutze eine Biotüte, die kompostierbar ist. Und schmeißt dann die Gurke, die in Aluminium gepackt ist, da rein. Das war zu viel Arbeit, die auszupacken, denke ich. Das Übelste ist Glas. Ja. Glas, wenn das bei uns durch die Siebe geht, auf jedem Sieb, wird das kleiner und irgendwann fällt es durch und du hast es im Garten liegen. Glas ist wirklich das Übelste, was man drin haben kann. Ja, da kenne ich auch kein Pardon. Sofort rot, sofort. Egal wie viel. Ja, ist egal. Auch andere Inhalte sorgen bei den beiden für Unverständnis. Der Hundekot gehört da nicht rein. Ach,